Der Gedanken für den Tag. Haut mam Stefanie Kasel, Pastoralreferentin an der Per Oeversauer St. Pirmin. Für un engem guten Mond aus der William Anders gestorben. Falls dir den nun noch nie hören hut, ich war ihm für du noch nicht weiter begegnet. Mei, ich kenne aber ein fusinge Fotoen, die hier in Hanna los wird. Ich schuße als Bildschirmschoner auf meinem Computer. Denn Anders war nämlich ein Astronaut auf der Apollo 8 Mission. 1968 wird hier der Mond umkriegt. Aber wie er demnächst aus der Fenster von der Raumkapsel geguckt hat, gesagt hier, wie Hanna dem Horizont von der Mondüberfläche dort abgedaucht ist. Sie war so schön und hat blau gelischt. Du konnten Anders nicht anders wie ein Foto machen. Sein Bild gehört heute zu den berühmtesten Fotos von der Geschichte und hat den Namen Earthrise, also Erdabgang, gekriegt. Mittlerweile gibt es Tausende von so Weltraumfotos. Es ist immer erstaunlich, die gigantisch Größe von der Schöpfung an ihrem Schöpfer zu sehen. Schon mega Respekt dafür drin, auch weil das Bilder mir immer im klar machen, wie winzig und unbedeutend mir ob eiser kleiner blauer Kugel am Universum doch sehen. Den Astronaut William Anders war ein gläubiger Katholik. Es hat mich überrascht, wie ich gelesen habe, dass er durch seine Erlebnisse an Andreck am Weltall sein Glaube verloren hat. Er konnte einfach nicht glauben, dass an dem gewaltigen Universum ein Gott soll sein, den es vier und allem interessiert, ob Jan de William auch ein guter Jung war. So hat er einmal gesagt. Und so ein klein karierten, ein bürokratischen Abpasser als Herrgott glauben ich auch nicht. Wir schaffen trotzdem weiter, ob ein Herrgott, den dieser winzige Planet am großen Universum gewollt hat. Und zwar mit allem, was er darauf geht. Auch mit dir und mir. Glaubensfragen. Der Glaube, ein Kern, den du in dir trägst von Anfang an. Konnte er durch das Vertrauen zu liebevollen Menschen keimen und Wurzeln schlagen? Was wurde daraus? Ein Spross, der zum Himmel strebte, in liebevollem Vertrauen auf Gott? Gab es Zeiten der Dürre, die das Wachstum hinderten, Spuren hinterließen? Was tust du, damit dein Glaube wächst und gedeiht, womit düngst du ihn? Wurde er zu einem kräftigen Baum, an dem dein Glaube reifen und Frucht tragen konnte? Ein Baum unter Bäumen, bergender Wald für alle, die Heimat bei Gott suchen.